So, lieber Assassin, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Dishonored, The Knife of Dunwall. Mit Doubt. I doubt it. So, hier gibt es gefangene Assassinen und die, Gegner, wie heißen sie nochmal? Haben vergessen. Ja. Aufseher, genau. Die Aufseher haben unsere Assassinen-Freunde gefangen genommen. Beziehungsweise unsere Untergebenen und die sollten wir jetzt befreien. Hier wird auch schon angezeigt, wo die sind. Gibt es hier aber noch was zu finden? Hier gibt es noch ein Knochenartefakt, eine Rune ist noch weiter oben und da ist auch noch ein Knochenartefakt. Also es gibt hier noch ein bisschen was zu einsammeln. Artefakt ist da hinten, die Rune ist weiter oben. Da ist auch noch eins. Das ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Kein Zweifel. Ja. Viel zum Lesen. Jetzt mal hoch. Jung hat die Initiative ergriffen. Du meinst, er hat die Chance gesehen, um zu allein voreilig gehandelt? Vorsicht! Deine leichtsinnigen Worte werden noch unser Ende sein. Du machst dir zu viele Sorgen. Der Hans da ist. Ich muss noch weiter nach oben. Waren wohl nur Ratten. Die sind überall. Was zum Arsch? Meine Hände langweilen sich schon. Er zeigt dich. Ja, zum Glück habe ich noch Betäubungsbolzen gekauft. Ich weiß, dass du hier bist. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dir, Hans, das. Ich finde dich schon noch. Wo ist denn das Knochenartefakt? Glaube ich draußen, ne? Hätte auch sein können, dass es noch eine Ebene weiter unter mir ist. Nee, aber. Nee, ich glaube, es muss nach oben. Sofort! Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschaum. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Einfach alle betäubt. So, da ist der gefangene Assassine. Der ist erledigt. Kann wohl nicht mehr kämpfen. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich. Ich finde dich schon noch. Zerschneiden Sie das Seil. Meine Hände sind gefällig. Ich halte es. So, du bist frei, mein Freund. Ich erwarte Ihr Signal. So, da gibt's noch einen gefangenen Assassinen, blablablub. So. Wieder noch meine Sachen einsammeln. Ah, Knochenartefakt.
Was gibt's denn noch? Aufseher bewahren konfiszierte Artefakte in ihrem zeitweiligen Hauptquartier auf. Okay. Noch ein Artefakt da draußen. Noch ein Artefakt dort. Noch ein gefangener Assassine. Attentäter. So, die sind tot. Weil die Aufseher sie geslaughtert haben, oder was? Na, guck mal hier. Lauter Kram. Da ist das Knochenartefakt. Da oben ist die Rune. Direkt beim Aufseher. Ich hab nur noch zwei Betäubungsbolzen. Beim Rest muss ich dann gucken. Aber da hinten ist noch eine Rune. Die kann ich mir holen. Nicht näher an ihn ran. Hast du schon aufgegeben? Nö, ich fange gerade erst an. Okay, sind doch mehr als ich dachte. Ich bin nicht da. Ich bin schon längst weg. Da unten ist noch ein gefangener Assassine. Oh nein! Gab's ein Autosave? Vor 4 Minuten, okay. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen was nachholen. What? Das ist ja voll die Menge. Ja, na gut.
gibt's nicht. Vielleicht tot. Warum? Na also, geht doch. Okay, jetzt können wir wieder Sachen einsammeln. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich. Ich weiß, dass du hier bist. Gib auf und zu. Dich. Wir wissen beide, dass du ein Schwächling bist. Unter mir wahrscheinlich. Gerecht und rein wirke ich die Werke des. So, der andere Assassine war hier irgendwo. Beziehungsweise ich bin hier rausgegangen und dann wird er mir hier irgendwo rechts angezeigt. Da unten genau. So. Bevor jetzt wieder alles scheiße läuft, speichere ich nochmal, weil ich habe keine Lust, alles nochmal machen zu müssen. Ich werde gucken, dass der Assassine nicht drauf geht. Okay, geschafft. Meine Hände sind gefesselt. Bitte kurz. Ich warte auf Ihr Zeichen. Okay, da hinten ist noch ein gefangener Assassine und noch zwei. Gut. Da sind das viele, die da rumschwadronieren. Die eine Rune hatte ich ja noch eingesammelt. Da hinten ist noch ein Knochenartefakt, ein gefangener Assassin und da unten ist noch einer. So, hier ist der nächste, kümmern wir uns mal um den. Speichern wir gerade mal, bevor irgendwas Unverhofftes wieder passiert. Weil ich habe nicht gespeichert hier bei dem Part. Ah, oh, die Kamera wieder, ne? Autofokus. So. Hatte ich jetzt gespeichert? Ja. Okay. Keiner hier. Ich habe es. Ich erwarte Ihr Signal. Noch einen. Okay, den einen haben wir schon direkt auf dem Schirm. Der da hinten, genau. Ich glaube, über dieses Dach komme ich nicht dahin. Ich glaube, das muss ich anders regeln. Ich glaube, ich muss von unten irgendwie da hoch. Also über das Dach. Ich glaube, ich schaffe ich nicht.
Wirst du die Stadt dieses Jahr während des Fests der Fuge verlassen? Nein, nein, nein. Hör doch was. Da, Knochenartefakt. Jawohl. So, speichern wir mal gerade kurz. Machen brachiale Gewalt diesmal. Exakt. Ist er. Oh boy. Danke. Ich warte auf Ihr Signal. Ja, somit haben wir doch alles, oder? Hand wird sich gegen das Gemeinwohl erheben. So. Was haben wir denn noch für Knochenartefakte überhaupt eingesammelt? Das Trinken vom Wasser hin und bringt dir eine kleine Menge Knochenartefakte. 2 von 6. Ich kann noch welche ausrüsten, ich Depp. Ah, ich hab's die ganze Zeit nicht gecheckt. Ich bin so dumm. Bei gesteckten Waffen erhöht sich die Geschwindigkeit. Deine Geschwindigkeit, ja. Maximale Gesundheit wurde leicht erhöht, ja. Dann kaputt. Maximale Mana wurde leicht erhöht, ja. Heiliges Wasser, nee. Tränke geben dir das an Mana zurück, ja. Speichern wir mal gerade. Durch diese neue Erkenntnis. Oh, ich bin so doof, das gibt's nicht. Jetzt geht er wieder. Da ist noch eine Rune. Da ist noch ein Knochenartefakt. Das Knochenartefakt würde ich noch mir gerne holen. Muss mich erstmal irgendwie nach unten teleportieren. Das hatte ich, glaube ich, schon eingesammelt, hat es aber vergessen wieder aufzusammeln. Und die Beute nehmen wir auch mit. So, und zu ihm können wir ja einfach über den Balkon. Ich weiß nicht, ob wir hierdurch auch zu ihm kommen. Ich würde fast sagen, ja, aber ich wüsste jetzt spontan nicht, wie. Ah, doch. Hier, in den Hof. Ja, muss wachsam sein.
Laut könnte jeden Moment auftauchen. Ja, natürlich, Whisky und Zigarren, was sonst? Das ist mal richtig ein ordentlich dübeln und saufen, Junge. Ich bin notorischer Speicher in diesem notorischer Speicher-Dude in diesem Spiel. Ich kann es nicht abstellen. Was geht da drüben vor? Aus der Tür! Jetzt die Rune. Ach, die ist in dem Raum da. Oh, er kommt. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich. Verdammt, hast du nichts zu lachen. Oh, da kommt er. Gib auf und zeig dich. Wir wissen beide, dass du ein Schwächling bist. Okay, da ich hier zu viele abgeslaughtert habe, speichere ich gerade mal, weil er ist der einzige, glaube ich, der noch übrig ist. Ich finde dich schon noch. Naja, du findest mich, ich weiß. Ich weiß, dass du hier bist. Nee, in dem Fall nicht. Kräfte. So, wie viele habe ich denn? 2. Mana-Verbrauch sehr niedrig. Blick ins Nichts. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Finden von Knochenartefakten und Runen. Erlaubt das Sehen von Lebewesen sowie ihrer Sichtfelder durch Wände durch. Ob durch die Darstellung, blablabla. Okay. Zeit verlangsamen. Arcana-Bund. Großartig was verbessern kann ich gerade nicht. Vitalität kostet mich noch eine Runde mehr. Ja, dann lassen wir das. Wir wissen beide, dass du ein Schwächling bist. Okay. Ich speichere noch hier mal kurz ein letztes Mal. Ich will was versuchen. Yes! Okay, warte mal. Mist. Wo bist du? Alles ist getan. Aufseher Pike, ich habe das Handelsgebäude unter unsere Kontrolle gebracht. Ein zweiteiliges Hauptquartier befindet sich in einem Gebäude in der Nähe. Meine Männer befassen sich gerade mit etlichen Gefangenen, was sehr informativ sein dürfte. Unser Sieg ist vollkommen. Wir haben den Gegner überrascht. Die Pläne für einen größeren, koordinierten Angriff waren offensichtlich nicht nötig. Ich bin sicher, dass Daud bald hier auftauchen wird und wir ihn dann in unsere Gewalt bringen können, Aufseher Leonard Hume. Okay.
Hier ist ja der Platz von Daud, das wissen wir noch aus dem Hauptspiel. Wir haben ja gegen ihn gekämpft. Als, Corvo. Ah, okay, die anderen sind da draußen. Dann würde ich auch mal raus. Was war denn das gerade? Ich konnte mich, ich hab dir das gesehen, so runter bewegen. Okay, das ist sehr interessant. Ja, die Zeit wird ja angehalten. Das heißt, ich schwebe eigentlich quasi in der Luft. Okay, wir sammeln nochmal ein, was da ist. So. Nee, doofer Weg. Ich gehe woanders lang. Hier einfach hier raus. Das ist der einfachere Weg. Und dann hier durch. Und dann einfach hier auf der rechten Seite dann raus. Hier so. So. Mittlerweile kenne ich mich hier einigermaßen gut aus. Töte die übrigen, töte ge- Oh, ich bin heute durch, es tut mir leid. Töte die übrigen, übrig gebliebenen Aufseher. Nehmt die übrigen gebliebenen Aufseher gefangen. Schnappt euch so viele wie möglich. Ihr Plan ist gescheitert, Meister Daud. Mir. Der Anführer der Aufseher ist tot. Wir haben ihn den Flusskriechern überlassen. Nachdem sie unsere Männer befreit haben, wurden die übrigen Aufseher ausgeschaltet. Die Handelskammer gehört wieder uns. Sie hatten einen größeren Angriff geplant. Aber diese Gruppe Aufseher griff früher an. Ohne Befehle vom Orden. Wo ist Lurk? Ich bin hier, wurde aufgehalten. Aufseher haben uns festgehalten. Sie... Oh. Du. Ja. Ich. Alles läuft wie geplant. Aber ich hatte gehofft, dass die Aufseher sie beim ersten Versuch erledigen würden. Aufseher Hume war nur etwas zu ehrgeizig. Aber zum Glück habe ich immer noch ein Ass im Ärmel. Lurk? Tut mir leid, Daud. Sie wussten, dass es so kommen würde. Auch wenn sie noch nicht damit gerechnet haben. Sie haben nachgelassen. Seit die Kaiserin tot ist. Jetzt bin ich dran. Ihr kleines Reich zerfällt. Ihre Männer sterben auf den Straßen. Und unser dunkeläugiger Freund ist nicht mehr auf ihrer Seite. Sei still, Delilah. Du hast recht. Aber ich werde Respekt zeigen. Daud? Klingen raus. Wir machen das ordentlich. Kamera. What? Der hat uns betrogen. Müssen wir gegen sie kämpfen? Was soll das denn? Du redest nicht. Du stirbst. Hätte ich noch was anderes tun können? Du hast einmal gesagt, Billy Lurk sei deine beste Schülerin.
Schnell und stark, mit scharfem Verstand. Die einzige Frau, die du je unterrichtet hast. Sie war sogar skrupelloser und hinterhältiger, als du dachtest. Aber mit dir konnte sie es nicht aufnehmen. Deshalb werden die Eltern ihren Kindern mit der Legende von Daud, dem Messer von Dunwall, Angst einjagen. Daud, der sich nie für eine Seite entschied, der die Herrscher der Stadt jagte, niemandem Treue schwor, der Aufseher und sogar eine Kaiserin umbrachte. Ich bin schon gespannt auf das letzte Kapitel. Was geschieht mit grausigen Monstern? Letztendlich. Funkschau freigeschaltet, kein Mitleid. Ja, alles gefunden. Also war es doch das letzte Kapitel, ja, Dishonored, The Knife of Dunwall. Ja, interessanter DLC, muss ich sagen, aus der Sicht von Daud zu spielen und dass wir von unserer besten Assassine betrogen wurden am Ende. Intrigen haben sich abgespielt. Oh Gott. Ja. Und wir haben herausgefunden, dass Delilah eine Hexe ist, beziehungsweise das erfahren wir höchstwahrscheinlich jetzt im nächsten DLC. Es gibt da zwei Story-DLCs. Finde ich sehr geil, dass man da noch ein bisschen mehr über die Charaktere erfährt, außerhalb des Hauptspiels. Und ja, finde den DLC kann man sich ruhig geben, nachdem man das Hauptspiel mal durchgespielt hat. Ich bin jetzt hier halt ein bisschen brachialer vorgegangen, weil ich das im Hauptspiel nicht so wirklich bin, außer gegen Ende. Ich habe schon immer versucht, sneaky zu sein, die Leute so ein bisschen einzuschläfern mit Bolzen und so weiter und so fort. Aber dass wir hier zum Beispiel Assassinen rufen konnten, es prädestinierte sich eigentlich dafür, einen Angriff zu starten und Gegner so ein bisschen Schaden zuzufügen und die kalt zu machen. Die Assassinen sind halt nicht wirklich assassinenmäßig vorgegangen, dass sie sie von hinten abgestochen haben, obwohl die Leute im Rücken zu denen standen, aber die haben sich dann direkt umgedreht. Was? Und haben sie dann angegriffen. Aber auch, da wir es gerade sehen, dass in der Wahlfabrik am Anfang, ja, nette Set-Pieces gibt es in dem Spiel definitiv, die sich lohnen, sich anzugucken. Und dann bin ich jetzt erstmal raus. Ich sagte mal vielen Dank fürs Zusehen bei dem DLC zu Dishonored, The Knife of Dunwall. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten DLC, The Witches, irgendwas, of Brightwall, irgendwas. Ich weiß den Titel gerade nicht so wirklich mehr aus dem Kopf, aber ihr seht es dann ja in der nächsten Folge. Deswegen hier, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Dishonored, The Knife of Dunwall. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann.